Schriftsteller Jacques Tüberlin wurde im vorletzten Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts in der Schweiz geboren. Die geraume Zeit seines Lebens verbrachte er in einer Stadt des Landes Bayern, genannt München. Dort produziert und konsumiert man von allen Städten der Welt das relativ meiste Bier. Die Zeitschrift Friedrich Schillers, Die Horen, hatte seinerzeit lediglich 3 Subskribenden gefunden. Wie bitte? Subskribenden. Leute, die bevorzugt vorausbestellen. Hingegen fand der Roman König Ludwig oder der Märtyrer im Purpur Hermlin eben dort 109.583 Leser. Nach meinen Recherchen leben in dieser Stadt heute, also am 4. August 1923, 547.435 Menschen. Davon sind etwa 1% begabt, 3% über Mittelmaß, 11% normal, der Rest unternormal veranlagt. Weit über 100.000 Einwohner sind Antisemiten, welche insbesondere die Schuld für die rapide Geldentwertung den Juden in die Schuhe schieben. Zu Bayern hat der Schriftsteller Tüberlin ein ambivalentes Verhältnis. Glauben Sie, dass man das Wort verstehen wird, ambivalent? Ich meine, Sie schreiben doch für eine breite Leserschaft, Herr Tüberlin. Also anders. Für Bayern empfindet der Schriftsteller Tüberlin Hassliebe. Es trifft zwar nicht genau, aber annähernd. Trotzdem ist sein Interesse an diesem Land ungebrochen. Er schickt sich daher an, über diese, soll ich sagen, Provinz des Deutschen Reiches zu berichten. Dabei kommt es ihm zugute, dass er im Sommer vergangenen Jahres Johanna Krein kennenlernte. Sie versetzt ihn in die Lage, ihre und die Geschichte des Dr. Martin Krüger zu erzählen. Diese Geschichte ist symptomatisch für die Zeit nach dem Großen Kriege im Lande Bayern, das gewissermaßen als kollektiver Held auftritt. Wer? Das Land Bayern. Der Titel der Geschichte lautet Erfolg. Höher, Oberkante bündig mit dem Rechten. Gut, so machen wir es fest. Jawohl, Herr Direktor. Du wirst sehen, hat der Wilhelm Leibel zu seinem Freund gesagt, der war Tierarzt in Aibling. Du wirst sehen, wenn ich einmal verreckt bin, dann werden meine Bilder erst das richtige Urteil und den wahren Wert bekommen. Und er hat recht gehabt, der Leibel. Deshalb heißt es, Augen aufgemacht bei Neuerwerbungen, rechtzeitig dran sein, bevor es unerschwinglich wird, auch für Staatsgalerien.
Dr. Krüger. Ich habe Ihnen schon des Öfteren gesagt, dass ich diese Besuche nicht mehr dulde. Grüß Gott, gnädige Frau. Es ist im höchsten Maße unziemlich, dass Fräulein Haider dauernd Herrenbesuche empfängt. Ach ja? Herr Krüger! Mein Sohn hat vor 3 Jahren sein Leben für Kaiser und Vaterland geopfert. Wenn ich damals gewusst hätte, was sich jetzt in seinem Atelier abspielt, ich hätte diese schamlose Person niemals aufgenommen. Und so jemand erteilt Unterricht an einer staatlichen Schule, indiskutabel. Aber seien Sie versichert, ich werde etwas unternehmen. Es mag ja sein, gnädige Frau, dass Sie meinen oder andere Besuche nicht wünschen. Aber dulden müssen Sie sie schon. Zumindest um diese Zeit. Ach, Krüger, du bist's. Mach's dir bequem. Grüß dich, Anna. Gerade ist der Tee fertig. Grüß dich. Das wird Kraft, Anna. Meinst du? Ich meine nicht, ich sehe es. Die hochzuverehrende Frau Medizinalrat sinnt darauf, dich loszuwerden. Was kann die mir schon anhaben? Rauswerfen kann mich diese blöde Bärrat nicht. Nimm dir doch Tee, Krüger. Danke. Das Mietreinigungsamt hat ihrer Kündigung nicht zugestimmt. Die Sache ist ausgestanden. Und wenn die Dame ein Disziplinarverfahren gegen dich in Gang bringt? Du erteilst unschuldigen Kindern Unterricht. Schamlose Person. Schamlos? Ich? Wer gibt mir denn schon Gelegenheit dazu? Du vielleicht? Wovon willst du denn leben, wenn du den Posten in der Schule verlierst? Vielleicht kann ich heuer bei der Sezession ausstellen. Was meinst du? Vielleicht. Obwohl, wollte der Herr Präsident nicht mit dir... Wollte? Tja, eben. Es gibt auch welche, die wollen nicht. Kannst du auf die Idioten in der Jury nicht einwirken? Ich bin allein, aber ich spüre, wie deine Finger, deine Lippen mich berühren, mein Leib. Nein! Entschuldige, entschuldige. Anna, entschuldige, ich wollte nicht indiskret sein. Du bist gemein, du... Krüger, bleib da! Ich weiß, dass ich verrückt bin. Nein, nein, verrückt nicht. Bisschen exaltiert. Aber dabei unbeirrbar. Deine Bilder zeigen, dass du unbeirrbar bist, Anna. Warum schläfst du nicht mit mir, Krüger? Ich weiß es nicht. Und weiß es doch. Entweder oder, was nun? Ich würde den unbeirrbaren Blick für das verlieren, was du machst. Auf diesen Blick pfeife ich. Er ändert ja doch nichts. Ach, du glaubst, auf Kritik verzichten zu können? Dann sei sie lobend? Ja. Wenn sie damit verbunden ist, dass du dich mir verweigerst? Car tel est notre plaisir, sagte der zweite Ludwig bei seinem Besuch in Versailles. 1874 war das. Und dann sagte er Amen und forderte die Nachbildung des Mansardschen Baues. Voilà un tableau. Da haben wir die Bescherung. Ob der wirklich so unglücklich gewesen ist?
der schöne König? Zurückgezogen in seinen Fluchtburgen? Ich glaube es nicht. Das Bauen stand ihm in der Wertskala seines Lebens an höchster Stelle. Er hatte sich genehmigt. Und den Richard Wagner dazu. Wie steht es bei dir, Martin Krüger? Deine Rangordnung, meine ich. Von unten nach oben? Mhm, bitte. Also, aber warum eigentlich fragst du mich das, Johanna? Du kanntest doch meine Handschrift lange, bevor wir uns begegnet sind. Auch der Graphologe kann sich irren. Also, sag. Tja, fangen wir mit den Annehmlichkeiten des Alltags an. Mein bequemes Bett, das Bad morgens, Asam zum Frühstück, mit Candiszucker bitte, 14er Deidesheimer. Angenehm das alles. Zweite Stufe. Reisen. Die Freude an der Welt. Theater. Der erste Rosenkavalier. Die Reinhard war fabelhaft, erinnerst du dich? Weiter? Frauen. Genauer der immerwährende Versuch, dich selbst zu bestätigen? Ja, das. Zugegeben. Nächste Stufe? Erfolg. Erfolg schmeckt gut. Darüber aber steht ganz oben. Ganz oben steht Johanna Krein. Na, Martin, ganz oben stehe nicht ich, sondern deine Arbeit. Also gut, einigen wir uns auf eine Gleichstellung. Du und meine Arbeit. Ja, schauen Sie gleich, dass von der Göttin runterkommen. Ja, was fällt denn Ihnen ein? Aber Avanti. Entschuldigen Sie, Herr Wachmeister. Gestatten Sie, dass ich mich ausweise. Was wollen Sie? Bescheinigung. Dem Direktor der neuen Staatsgalerie, Dr. Phil Martin Krüger, ist zu allen Sammlungen des Hauses Wittelsbach, Archiven, Depots, Schlösser und Gärten Zutritt zu gewähren. Verwaltung des ehemaligen Kronguts, sind das Sie? Ja. Ja, entschuldigen Sie vielmals. Herr Direktor, aber unser einer, der kann ja schließlich nicht wissen, nicht wahr? Ja, ja. Es gibt ja auch Schlawiner, nicht wahr? Schon gut, lieber Mann. Sie können freilich nicht wissen, dass es für die Erforschung von Kunstwerken dieser Art erforderlich ist, dass man darauf sitzt. Nein, jawohl, Herr Direktor. Prost! Und nichts für ungut. Prost! Danke, Herr Direktor. Schon gut. Ein begabtes Weib, diese Anna Heider. Als ob sie mit dem Schiele verwandt wäre. Oder mit dem Kirchner. Vielleicht mit beiden. Und doch nicht epigonisch dabei. Verkauft sie hin und wieder? Mm-mm. Warum nicht? Weil die Herren Galeristen ein Brett vor dem Hirn haben. Musst du sie halt protegieren, Martin? Ja, sollte ich. Ja, warum eigentlich nicht? Die Bayerische Staatsgalerie erwirbt und die Philister scheißen in die Hosen. Ihr eigentlich mal miteinander geschlafen, du und die Heider? Ach. Ich frage mich manchmal, warum eigentlich nicht. Und das weißt nicht? Jetzt schon.
Zauner, Sie gestatten? Doktor, ich habe schon telefoniert. Hat sie Ihre Haushälterin ausgerichtet? Was denn? Oh, ihr müsst heute Abend unbedingt kommen. Wir feiern Kehr aus. Aha. Um 8 bei mir zu Hause. Kostüm wie es kombiniert, Hauptsache Scher. Also. Auf Wiedersehen. Da musst du schon allein hingehen, Martin, wenn du unbedingt willst. Auf Kommando lustig sein, das mag ich nicht. Naja, vielleicht sollte ich wirklich nicht den Spielverderber machen. Weil die Dame so spendabel ist. Und seien Sie, schenkt der Galerie wieder einen Waldmüller, wie letztes Jahr. Dann zu deine Pflicht, Herr Direktor. Wenn du danach noch Lust hast, ich habe ziemlich lang zu arbeiten. 2 Gutachten, wovon eines ein bisschen diffizil ist. Ja? Mhm. Gewissermaßen. So? Ja, ich habe gerade eine Liaison beendet. Sind halt so, die jungen Leute. Na, soll er glücklich werden mit der anderen? Der Gispel, der Dumme. Und ich? Ich bin wieder frei. Und das kann sehr amüsant sein, lieber Krüger. Guten Abend, Herr Bröckel. Kommen Sie. Servus, Krüger. Heute, grüß Sie. Schön, dass Sie doch noch gekommen sind. Finden Sie, ich aber nicht. Danke, dass Sie Ihr Instrument mitgebracht haben. Die 10 Dollar für meinen Auftritt schicken Sie dann an den Nymphenburger Kindergarten. Wie Sie wünschen, selbstverständlich. Tja, dann. Also, bringen wir es hinter uns. Meine Damen und Herren, es ist mir eine Freude, Ihnen anzukündigen, dass Herr Kaspar Bröckel etwas zum Vortrag bringen wird. Bitte. Bitte um Ihre Aufmerksamkeit. An jenem Tag im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie, die stille, bleiche Liebe, in meinem Arm wie einen holden Traum. Und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben. Und als ich aufsah, war sie nimmer da. Also eine Faschingsnummer ist das ja nicht gerade. Psch. Seit jenem Tag sind viele, viele Monde geschwommen still hinunter und vorbei. Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen. Und fragst du mich, was mit der Liebe sei, so sag ich dir, ich kann mich nicht erinnern. Und doch gewiss, ich weiß schon, was du mein. Doch ihr Gesicht, ich weiß es wirklich nimmer. Ich weiß nur mehr, ich küsste es der ein. Auch jenen Kuss, ich hätte ihn längst vergessen, wenn nicht die Wolke da gewesen wär. Die weiß ich noch und werd ich immer wissen. Sie war sehr weiß und kam von oben her. Die Pflaumenbäume blühen vielleicht noch immer. Und jene Frau hat jetzt vielleicht das 7. Kind. Doch jene Wolke blühte nur Minuten, und als ich aufsah, schwand sie schon im Wind. Du kommst jetzt mit mir, Anna. Er ist näher. Frag ihn doch einmal, wie er heißt. Komm jetzt.
Lasst mich doch aus! Ihr Idioten! Wird's bald, meine Herren. Dich will ich, Krüger, dich. Du weißt doch, dass ich dich will. Warten Sie auf mich, ich komme gleich wieder. Ist schon recht, der Herr. Gib mir den Schlüssel, bitte. Gute Nacht. Nein, Martin, nicht. Bitte bleib bei mir. Bitte. Nur dieses eine Mal. Bitte. Lass mich, Anna. Lass mich gehen. Ich liebe dich, Martin Krüger. Komm. Komm. Und jetzt in die Steinsdorfstraße 12. Auf geht's beim Schichtl. Haben Sie mich nicht schon mal gefahren? Ja, freilich. Ein Kimsen aus. So eine lange Fahrt, die merkt man sich. Die hat man nicht alle Tag. Sie haben damals eine Dame dabei gehabt, gell? Aber eine andere. Allerdings. Ziemlich spät, gleich zwei. Du liebe Güte. Und wie war's? Hast nichts versäumt. Und du? Was soll die Frage? Spaß. Magst du im Anzug schlafen, Martin? Hm? Mm-mm.
Herr Dr. Krüger, Sie wissen ja in etwa, worum es hier geht. Gegen die Zeichenlehrerin Anna Elisabeth Haider ist von Seiten ihrer Hauswirtin Anzeige erstattet worden. Das bedingt das Disziplinarverfahren, mit dem wir uns zu befassen haben. Der Vorwurf geht nun dahin, dass Frau Haider in dem von ihr angemieteten Atelier Katharinenstraße 94, vierter Stock, welches ihr auch als Schlafraum dient, wiederholt des Nachts Herrenbesuche empfing und damit den Hausfrieden gebrochen hat. Sie werden verstehen, dass die Schulbehörde bzw. deren Aufsichtsorgan es nicht hinnehmen kann, wenn eine Lehrkraft sich derart außerhalb von Sitte und Moral stellt, dass die Wohnungsinhaberin, die Witwe eines hochverdienten Staatsbeamten, in den Geruch der Kuppelei gerät. Sie wollten etwas sagen? Nein, Herr Vorsitzender, ich höre. Wir mussten Sie vorladen, Dr. Krüger, weil es in der gegenständlichen Anzeige der Frau Berath heißt, in der Nacht vom 24. zum 25. Februar ist ein gewisser Dr. Martin Krüger, der mir schon von früheren Besuchen hinlänglich bekannt war, der Mieterin in meine Wohnung gefolgt und hat die Nacht mit ihr dort verbracht. Die von mir gehörten Geräusche lassen keinen Zweifel, dass das Paar der Unzucht oblag. Das ist die blanke Unverschämtheit! Ich werde diese Dame zur Rechenschaft ziehen. Beruhigen Sie sich, Dr. Krüger, vorläufig sind wir es, die irgendjemanden zur Rechenschaft ziehen werden, je nach dem Ergebnis der Untersuchung, versteht sich. Die Sache ist rasch erledigt, meine Herren. Also, ich habe weder in dieser Nacht noch jemals mit Anna Elisabeth Haider geschlafen. Sie interessiert mich in erster Linie als hochbegabte Künstlerin. Etwas dagegen? Dagegen nicht. Allerdings habe ich Frau Haider in der Nacht vom 24. zum 25. Februar gegen 2 Uhr morgens nach Hause gebracht. Sie war nach einer Faschingsveranstaltung in nicht besonders guter Verfassung. Ich ließ die Autodroschke ein paar Minuten warten und fuhr dann damit weiter. Zu einer Adresse, die Sie nichts angeht. Wenn Sie wollen, eruieren Sie den Chauffeur, der das bezeugen wird. Groteskerweise habe ich mir das polizeiliche Kennzeichen gemerkt. Eine Schnapsnummer 777. Ja, meine Herren, das ist alles. Ich bin bereit, Ihnen dafür mein Ehrenwort zu geben. Ein Ehrenwort ist kein Begriff der Rechtspflege. Wir müssen Sie bitten, das Protokoll Ihrer Aussage zu unterschreiben und deren Wahrhaftigkeit beim Amtsgericht München III, der zuständigen Stelle, zu beeiden. Ich werde das beeiden. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Ich danke Ihnen für Ihr Erscheinen, Dr. Krüger. Es war ja wohl mehr eine Formsache. Ja, das kann man wohl sagen. Bin ich in Gnaden entlassen, Herr Amtsrichter? Bitte sehr. Grüß Gott. Guten Tag. So, dann müssen Sie mal bitte nur unterschreiben und den Empfang bestätigen. Danke. Wiederschauen. Ja, Herr Rhein. Herr Direktor, das sind die Eisenbahnbilletten für Spanien, die wo ich gerade geholt habe. Ach ja. Und dann wäre eine Frau draußen, die sagt, sie müsste einer unbedingt sprechen. Haider oder so ähnlich, weißt du? So, ich lasse bitten. Der Herr Direktor lässt bitten. Anna, freue mich, dich zu sehen. Nimm Platz, bitte. Da. Lies das mal, Krüger. Also relegiert. Saubande. Du siehst, dein Eid hat nichts bewirkt. Denen werde ich es zeigen. Und wenn es die Herrschaften vor Wut zerreißt, Anna Elisabeth Haider, die Bayerische Staatsgemäldesammlung, erwirbt ihr Selbstporträt, die nackte Lehrerin, zu einem Preis von 10.000 Mark. Diese Summe hat der Herr Kultusminister extra für solche Fälle im Etat vorgesehen.
Du bist verrückt, Krüger. Ich? Die sind verrückt. Ist in Madrid eigentlich auch Greenwich-Zeit? Ach so. Ja, ich weiß es nicht. Ich auch nicht.1808 hat Napoleon seinem Bruder Josef den Spaniern als König aufgezwungen. Da gab's Aufstand. Die Folgen siehst du hier. Wer sich der Willkür widersetzt, der wird weggeputzt seit jeher. Goya war zeitlebens ein Revolutionär. Das Bild ist eine Absage an blindwütigen Machthunger. Was ich an seiner Malerei bewundere, ist die Leichtigkeit. Trotz der so oft düsteren Inhalte. Sí.
Bleibt es wirklich da hängen, Herr Direktor? Ja, freilich. Wenn Sie die Bemerkung erlauben, Herr Direktor, das ist doch eine glatte Provokation. So meinen Sie wirklich, Herr Trump? Gut, Schöbel, das lassen wir so. Sie können den Saal wieder für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Jawohl, Herr Direktor. Befürchten Sie denn nicht eine Intervention des Kultusministeriums? Wenn ich mir vorstelle, dass Minister Flaucher... Diese Herren können mich am Arsch lecken. Ich habe einen lebenslänglichen Vertrag und mache in diesem Haus, was ich für richtig halte. Das ist gewissermaßen eine Gedächtnisausstellung für die arme Heider. Wenn auch nur mit einem Bild. Ja, so einfach suspendieren wird wohl kaum gehen, lieber Herr Minister. Der Dr. Krüger hat als Kunsthistoriker einen weithin klingenden Namen. Wenn Sie den auf disziplinarischem Weg wegjagen, ist das eine Einbuße an Kunstprestige für unsere Stadt. Schauen Sie, Professor, Sie reden daher wie meine Kabinettskollegen. Die scheuen vor so einer Maßnahme her zurück. Hätte den Mann doch längst ausgeschmissen. Aber nun frage ich Sie, kann ich mir das gefallen lassen, dass mir ein solches Bild in meine Galerie gehängt wird? Ein so schamloses Machwerk, wo sich eine Selbstmörderin, deren unkeuschen Lebenswandel wir amtlich bewiesen haben, nackert darstellt und ihr Untergestell hinhält wie eine Schnallen. Es hat der gescheite Krüger doch bloß gemacht, dass er mich dratzt und erblickt. Wissen Sie, was er gesagt hat? Das hat mir vertraulich jemand gesteckt. Die Regierung kann ihn am Arsch lecken. Lass uns die auf Kirchweih. Bloß weil er einen lebenslänglichen Vertrag hat. Aber dem helfe ich schon. Fragt sich bloß wie. Zinzi. Herr Minister? Bring mal Radi. Ja. Von seiner Eminenz liegt ein Brief da, den habe ich mir noch gar nicht aufmachen drauf. Weil ich schon weiß, was drinsteht. Eine Blamage ist das. Du, heute ist ein grantig, der Herr Kultusminister. Weil sonst bestellt er aber Schweinswürstel um die Zeit. Aber nur, wenn er gut aufgelegt ist. Wenn er grantig ist, dann verlangt er ein Radi. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Ja. So, Ferdinand. Gib's mir einen Mantel, häng's mir um. Und fahren's dann heim. Wir machen noch einen kleinen Spaziergang. Ist doch recht, Dr. Hartl. Ja, ja, gern. Also, gute Nacht, Karin. Da kann man sagen, was man will. Eine gute Musik wird gemacht bei uns in München. Der Brahms. Einmal hat er einen Walzer gehört von Johann Strauss, hat er gesagt, leider nicht von mir. So was gefällt mir. Gaudiamus igitur. Ich mache mir auch eine Gaudi mit meinem verehrten Kollegen Flaucher. Der traurige Kultusminister wird doch nicht fertig mit diesem Dr. Krüger. Na, der ihm das solche Bild in seine Galerie neigehängt hat. Sicher haben Sie davon gehört. Ja, hatte ich, aber ist denn sowas gar so schlimm? Na, schlimm nicht. Aber der freche Hund, der Krüger. Der glaubt, der kann uns auf der Nase rumtanzen. Gescheiter Kopf, aber zu aufmüpfig. Das passt nicht zu uns. Muss weg. Schauen Sie, Dr. Hartl. Bei uns in Bayern gibt es eine organisch gewachsene Gerechtigkeit. Nicht wie der Kant sagt, der meint, dass Recht und Ethik nichts miteinander zu tun haben. Recht und Boden, Recht und Klima, Recht und Volk, das gilt. Das ist zwar einig. Und deswegen kriegt der Krüger einen Prozess, der sich gewaschen hat. Die Geschichte wird in Ihrer Strafkammer abgehandelt. Herr Landgerichtsdirektor, Sie sind ja bekannt für Ihre schmissige Prozessführung. Welches Delikt? Meinheit. Wir haben mir die Zustimmung eingeholt bei unserem heimlichen Regenten, dem Dr. Bichler. So ein Bauernführer hat ein sicheres Gespür, was eine volkstümliche Rechtspflege ist. Ich habe mich immer schon gewundert, dass der Bichler nie Regierungsverantwortung übernommen hat. Der hockt sich da nicht so die Eseln ins Kabinett. Ich selber nehme mich natürlich aus. In dubio pro domo.
Kabinettssitzung. Der Kultusminister, der Justizminister. Ja, auf den Ministerpräsidenten müssen wir leider verzichten. Der hat letzte Woche seine Leber untersuchen lassen. Oh, wie immer, ja. Ist schon recht. Ein Lackreiner. Vom Di Pauli. Weißt du? Na, Herr Kollege Flaucher, Sie hätten eigentlich dort sein sollen, wo ich gerade herkomme. Akademiekonzert, das wäre doch Ihr Ressort. Hat sehr schön gepinselt. Der junge Knappertsbusch, hochbegabt. Brahms Vierte und die akademische. Hat mir fast besser gefallen als von Bruno Walter. Schade, dass Sie sich das haben entgehen lassen. Aber Ihre Sorgen sind ja derzeit andere, nicht wahr? Setzen wir uns einen Moment dann lieber. Wenn ihr mit dem Krüger nicht fertig werdet, muss ich halt einen Prozess auffahren lassen. Da leistet der Justizminister Amtshilfe. Einen Prozess? Mhm. Was denn für einen? Meinheit. Ich verstehe nichts. Das wundert mich nicht, Kollege. Ihr studiert ja nicht einmal die Akten im eigenen Haus. Könnten es nicht ein bisschen deutlicher werden, Herr Kling? Also, da war doch euer Disziplinarverfahren gegen die Haider. Von der die Sauerei jetzt in ihrer Galerie hängt. Dämmert's. Immer noch nicht. Also, damals hat der Mann Krüger einen Eid geschworen. Ein Kavalierseid, der zum Himmel stinkt. Und jetzt kommt's bloß darauf an, dass wir einen biegsamen Zeugen finden. Und es gibt einen. Den Chauffeur Franz Xaver Ratzenberger gibt's. Dem gehört die Autodroschke 2A777. Akten lesen. Angenehmerweise hat der Ratzenberger Dreck am Stecken. Da schwebt nämlich ein Verfahren wegen Konzessionsentzug, weil er im Rausch gegen einen Fahrgast gewalttätig worden ist. Sie spannen mich wirklich auf die Folter. Und dieser Umstand verstärkt das Erinnerungsvermögen des Ratzenberger an die Nachtfahrt an jenem 24. Februar ganz beträchtlich. Haben Sie mich jetzt, Herr Kollege? Um 1:45 in der Früh war das. Ich habe nämlich auf die Uhr geschaut. Da habe ich den Herrn Angeklagten mit einer Dame von der Sympathien Wiener weg, das nicht gerade. Was? Ihr Zeitung lesen. Dort ist der Herr ausgestiegen, hat mich gezahlt und ist mit der Dame ins Haus rein. Ich hab mir gleich gedacht, da geht halt noch was mit denen. Wie kamen Sie zu dieser Annahme, Herr Zeuge? Ja, mein Herr Vorsitzender, man hat doch eine Menschenkenntnis, nicht wahr? Ich fahr doch jetzt schon 10 Jahre für Acker. Und Ihr Fahrgast ist nicht wieder zurückgekommen? Ach, wo? Er hat mich gezahlt und ich bin gleich weitergefahren. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, Herr Ratzenberger, dass der Beklagte in einem Disziplinarverfahren gegen die mittlerweile verstorbene Anna Elisabeth Haider unter Eid das Gegenteil bezeugt hat. Soll ich auch schwören, Herr Vorsitzender? Bitte schön, gern. Dr. Krüger hat damals ausgesagt, dass er die Dame in ihre Wohnung gebracht habe und dann mit demselben Wagen weitergefahren sei. Er wusste sogar noch das polizeiliche Kennzeichen ihrer Droschke. So, aber da irrt er sich. Ich bleib dabei. Ich bin allein weitergefahren, weil er doch mit ihrer Dame... Wieso können Sie sich eigentlich so genau an diese Vorgänge erinnern? Das ist doch nun schon eine geraume Zeit her und Sie haben inzwischen bestimmt ein paar tausend Fahrgäste befördert. Haben Sie den Angeklagten, das war ja wohl einigermaßen dunkel, so genau gesehen, dass Sie ihn heute mit aller Bestimmtheit wiedererkennen? Fralle? Er hat ja selber gesagt, dass er mit mir schon mal gefahren ist, wegen der Autonummer. Ja, sonst hätte ich doch der Herr Staatsanwalt gar nicht gefunden, oder? Und außerdem habe ich den Herrn Angeklagten schon einmal dabei gehabt. Mhm. Auch mit einer Dame. Da sind wir in Kims hinaus. Das hat er auch noch gewusst und hat es gesagt in der Nacht. Wann soll ich denn schwören? Weil es der Carsten hat, wenn ich schwöre, dann... Das werden Sie früh genug erfahren, Herr Zeuge. Ich erteile das Wort dem Herrn Staatsanwalt. Keine Fragen. Dann der Herr Verteidiger. Herr Zeuge, wieso haben Sie sich das Datum der bewussten Nachtfahrt, also diesen 24. Februar, so genau gemerkt? Das ist doch ziemlich unwahrscheinlich. Oder führen Sie Tagebuch? Ich meine, dass Sie alles aufschreiben. Nein. Also wieso dann?
Weil ich nämlich nur genau weiß, dass meine Alte da ihren Namenstag gehabt hat. Und weil es mir angelernt hat, weil ich auf Nacht da fort bin. Heißt Ihre Frau Matthias? Nein, Walburga heißt's. Der Namenstag von Walburga ist aber erst am 25. Februar. Am 24. ist Matthias. An welchem Tag haben Sie den Angeklagten also gefahren? Am 24. oder am Namenstag Ihrer Frau? Ich warte, Herr Zeuge. Es war ja bei der Nacht und nicht beim Tag. In welcher Nacht? Der Namenstag der Frau Ratzenberger ist unerheblicher Verteidiger, da nach der Aktenlage der Beklagte selbst behauptet hat, am 24. mit der Autodroschke des Herrn Ratzenberger gefahren zu sein. Und die Erinnerung an Familienfeste pflegt sich nach längerer Ehe zu verwischen. Vielleicht, vielleicht. Herr Zeuge, trinken Sie? Ja, freilich. Ja, trinken tut ja jeder, sonst verdurst er doch. Oder? Ich denke nicht an Ihren Morgenkaffee, sondern an Bier. Jawohl. Wie viel Bier trinken Sie so am Tag? Ja, mei, drei Maß. Manchmal auch mehr. Viermal fünf. Auch sechs? Sechs, ja. Ist es richtig, dass gegen Sie ein Verfahren schwebt, demnach Ihnen die Konzession zum Führen einer Autodroschke entzogen werden soll? Weil Sie im Rausch gegen einen Fahrgast tätlich geworden sind? Gibt es so ein Verfahren? Jetzt nimmer. Jetzt nicht mehr. So. Seit wann? Seit neulich. Weil die Herren eingesehen haben, dass ich zuverlässig bin. Und weil ich dem Herrn damals bloß deswegen ein Weilchen gegeben habe, weil er nicht zahlen hat wollen. Sie gelten bei Gericht also als zuverlässig? Jawohl. Weil Sie Ihr Versprechen einhalten? Jawohl. Ich muss Sie bitten, Herr Verteidiger, die Befragung des Zeugen auf den Gegenstand des Prozesses zu beschränken. Das Gericht kann nicht hinnehmen, dass hier absurde Zusammenhänge insinuiert werden, um die Geschworenen zu verunsichern. Ja, bitte, wenn Sie jetzt weiterfahren wollen. Keine weiteren Fragen. Der Zeuge wird vereidigt. Herr Rhein. Da ist Fräulein Krein. Fräulein Krein. Grüß Gott. Darf ich Ihnen auch eine Tasse von diesem Kaffee zumuten? Danke, nein. Aber bitte lassen Sie sich nicht stören. Der Chauffeur Ratzenberger und die Kunst. Gefällt mir nicht, was da so geschrieben wird. Die Glaubwürdigkeit dieses Ratzenberger scheint nicht bezweifelt zu werden. Eine Erörterung, wie dessen Aussagen zustande gekommen sind, hat das Gericht nicht zugelassen. Wird's auch nicht, Fräulein Krein. Und meine Aussage? Sie wollen also wirklich bekunden, dass Martin Krüger sich in der fraglichen Nacht zu Ihnen ins Bett gelegt hat. Damit ist nicht viel gewonnen. Die Anklage wird sich auf den Standpunkt stellen, dass er eben auch bei Ihnen war. Das schließt ja nicht aus, dass er vorher bei der Heider war. Kann man ihm denn so etwas zutrauen? Man wird. Es macht möglicherweise auf die Geschworenen einen ungünstigen Eindruck, wenn festgestellt wird, dass der Angeklagte Beziehungen auch zu Ihnen hatte. Man wird nach Details fragen. Es wird nicht sehr angenehm für Sie sein. Ich stelle anheim, von der Aussage abzusehen. Ich werde aussagen. Auch wenn Dr. Krüger es nicht wünscht, er hat mir das ganz deutlich gesagt. Ach, das ist doch nur eine Geste. Wenn Martin etwas noch so gerne möchte, immer spielt er zuerst den Höflichen und ziert sich. Wie gesagt, ich stelle anheim. Tapfer sind Sie. Ja.
unter irgendeinem Vorwand sofort ablehnen sollen, gleich nachdem ich die Ladung gekriegt habe. Wie komme ich dazu, den Geschworenen zu spielen? Das ist nur meine verflixte Neugier, die mich in diese Schweinerei hineinbuxiert hat. Man macht bei einer solchen Sache auch nicht mit. Es schmeckt nach sauer gewordener Milch. Hättest du mich gefragt, Paul, ich hätte dir strikt abgeraten. Ja, andererseits kann man sich seiner Bürgerpflicht ja auch nicht entziehen. Ist denn das Bürgerpflicht, einen so sympathischen Mann wie den Krüger wegen eines Kavalierseides zu Fall zu bringen? Wenn man jeden gleich ins Zuchthaus stecken wolle, der mit einer Frau geschlafen und es nachher abgeschworen hätte, wo kommt man denn dahin? Hast nicht du selbst auch schon einmal die Hand aufgehoben? Mir zuliebe, mein Schatz? Tempi passati. Wann warst du denn zuletzt im Berchtesgaden? Im Juni. Seht ihr euch noch oft? Manchmal lange nicht. Aber dann gleich wieder ein paar Mal hintereinander. Und es ist jedes Mal ein Fest. Mhm. Königliche Hoheit denkt daran, sich wieder zu verehelichen. Wie? Mit einer sehr reizenden Dame. Ich habe sie erst neulich kennengelernt. Ach so, ärgert's dich? Wenn ich jetzt sagen würde, ja, dann wärst du aber beleidigt, Paul. Ich? Aber geh. Ach komm, ich kenne dich doch lange genug, mein lieber Kommerzienrat. Naja, vielleicht würde es mich auch irritieren, wenn du es so einfach hinnehmen würdest, dass ich einer vergangenen, sag einmal, wie hat die Kolbe immer gesagt, Amurschaft nachhängen tät. Und? Tust du es? Ich habe ihn gern, meinen alten Freund. Das kommt selten vor. Ja, leider. Das wäre die Begnadigungsakte Wodiczka, Herr Minister. 10 Jahre wegen Eisenbahnattentats, die Zugentgleisung damals bei Amberg. Was meinen Sie? Der Kerl ist doch rechtskräftig verurteilt. Also kann jetzt niemand mehr behaupten, das Unglück wäre auf Fahrlässigkeit zurückzuführen. Niemand. Sofort abschieben den Halunken. Sonst in seiner tschechischen Heimat für den Sorgen. Spartes Geld. Wie steht's übrigens im Prozess, Krüger? Sie waren doch gestern da. Der Chauffeur Ratzenberger hat vollkommen korrekt ausgesagt, Herr Minister. Gehört sich auch. Erinnert an Schiele. An wen? Schiele, kennen Sie den nicht? Auch nicht Kirchner? Die Malern heißt auch Haider. Provokation von dem Krüger, dieses Machwerk für die Staatsgalerie gekauft zu haben. Also ich finde das schon obszön, geschmacklos, diese Darstellung, dass eine Frau sich selbst so malt. Abgründige Entfaltung tierischer Triebe. Ich habe mich natürlich gleich mit dem Herrn Kultusminister ins Benehmen gesetzt. Naja, aber das Bild ist jedenfalls da. Einmalig. Was wäre denn ein angemessener Preis für den Akt, Herr Nowotny? Ja, Herr Kommerzienrat, ein angemessener Preis für ein solches Meisterwerk. Ich würde sagen... 3.000? Aber Herr Kommerzienrat, belieben zu scherzen, wenn ich mit Verlaub in Ihrem Scherzton bleiben darf. Ein Nüllerchen fehlt. 30.000. Aber das ist doch mehr als angemessen. Ja. Ja, aber Herr Kommerzienrat, ein solches Bild. Ja, danke schön, Herr Nowotny. Aber Herr Kommerzienrat, das ist doch ein sensationelles Bild. Auf Wiedersehen, Herr Nowotny. Aber Herr Kommerzienrat, ein so superbes Meisterwerk. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich reserviere Ihnen das Bild, sagen wir, für 2 Tage. Aber nur für 2 Tage, denn nach diesem Eklat wird mir die Galerie ja gestürmt. Herr Nowotny, ich kauf's gleich. Ich kauf's im Auftrag von einem Freund. So, so. Und ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie vorläufig nichts davon verlauten ließen, dass ich den Kauf vermittelt habe. Aber sehr zu Diensten, Herr Kommerzienrat. Herr Nowotny? Sehr zu Diensten.
rufe die Zeugin Berath. Herr Wachtmeister. Zeugin Berath. Berath? Was ist denn das für eine? Die Zimmervermieterin von dem Mahlweib, die sie umgebracht hat. Wenn Sie sich bitte setzen wollen. Sie heißen? Berath, Mathilde Josephine. Alter? 65. Das heißt, ich werde nächste Woche 66. Familienstand? Medizinalratswitwe. Sie wissen, dass Sie als Zeugin, auch wenn Sie unvereidigt bleiben, die reine Wahrheit sagen müssen. Nichts verschweigen und nichts hinzufügen dürfen. Also, die verstorbene Anna Elisabeth Haider wohnte bei Ihnen in Untermiete. Ja, sie hauste leider im Atelier meines gefallenen Sohnes, der in Flandern in fremder Erde ruht. Wenn ich geahnt hätte... Was geahnt? Wenn ich geahnt hätte, was das für eine Person ist, hätte ich sie niemals bei mir aufgenommen. So. So eine Schlampe. Nie hat sie pünktlich die Miete bezahlt. Ist oft mitten in der Nacht fort oder gekommen und hat verdächtige Leute mitgebracht, die Lärm gemacht haben. Aber so jemanden kriegt man ja nicht mehr los. Bei unseren Mitgesetzten. Gehörte der Angeklagte häufig zu den Gästen des Fräulein Haider? Ja. Aber der ist immer alleine gekommen. Das ganze Haus hat schon Ärgernis genommen wegen dieser Beziehung der beiden. Anstößig. Gestatten Sie eine Frage an die Zeugin, Herr Vorsitzender? Bitte. Woraus haben Sie entnehmen können, Frau Berath, dass diese Beziehungen mehr als freundschaftliche waren? Weil Sie haben immer auf vertrauliche, geradezu intime Weise mitsammen gelacht. Das war alles? Auch hat Herr Dr. Krüger das Fräulein oft im Flur am Arm gefasst oder im Nacken und das... Es ist doch nicht üblich, wenn man nicht intim steht. Und wenn Sie dann im Atelier waren, dann hat man anstößige Laute gehört. Oder Geflüster. Geflüster kann man gemeinhin nur hören, wenn man das Ohr an die geschlossene Tür legt. Haben Sie Ihre Untermieterin des Öfteren auf solche Art belauscht, Frau Medizinalrat? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass eine Dame Ihres Standes immerhin doch. Herr Verteidiger, es ist nicht angängig, dass Sie die Zeugin dergestalt verhören. Für die Geschworenen ist es entscheidend, welche Feststellungen Frau Berath getroffen hat und nicht auf welche Weise die zustande gekommen sind. Frau Berath, ich komme jetzt auf jene Nacht vom 24. auf den 25. Februar zu sprechen, um die es in diesem Strafprozess geht. Hierzu zitiere ich aus dem Text Ihrer seinerzeitigen Anzeige bei der Schulbehörde. In der Nacht vom 24. zum 25. Februar ist ein gewisser Dr. Krüger, der mir schon von früheren Besuchen hinlänglich bekannt war, der Mieterin in meine Wohnung gefolgt und hat die Nacht mit ihr dort verbracht. Die von mir gehörten Geräusche lassen keinen Zweifel, dass das Paar der Unzucht oblag. Herr Zeugin, bleiben Sie nach wie vor dabei, dass sich das alles so wie hier geschildert abgespielt hat? Ja. Ja, so ist es gewesen. In welcher Art waren die Geräusche, die Sie gehört haben? Gehört haben wollen. Muss ich das genau sagen? Ja. Es war... Ja? Stöhnen. Und auch... Es waren auch Lustschreie. Ich denke,
denke, das genügt. Noch weitere Fragen an die Zeugin? Nein. Herr Verteidiger? Frau Behrath, haben Sie gesehen, wie Dr. Kröger die Wohnung verlassen hat, nach dieser, wie Sie behaupten, Liebesnacht? Gesehen nicht. Ja. Woher wissen Sie denn dann, dass er bis zum Morgen geblieben ist? Weil es hat schon gedämmert, als Türen geschlagen wurden. Und Sie haben nicht daran gedacht, dass Fräulein Heider die Toilette aufgesucht haben könnte? Dass sie vielleicht wütend die Türen schmiss, weil Dr. Krüger eben nicht mit ihr geschlafen hatte? Nein. Wäre nicht eher anzunehmen, dass ein Liebhaber die Stätte seines Beilagers möglichst geräuschlos verlässt? Darin habe ich keine Erfahrung. Keine weiteren Fragen an die Zeugen. Frau Behrath, Sie können Platz nehmen. Herr Vorsitzender, ich lege hier einige Schriftstücke vor, welche die Polizei nach dem Selbstmord des Fräulein Heider am Tatort sichergestellt hat. Es handelt sich vorwiegend um Briefentwürfe, auch nicht abgeschickte Briefe der Entleibten an ihren Liebhaber Dr. Krüger. Insbesondere dieser Erguss hier wirft ein eindeutiges Licht auf die Beziehung zwischen Fräulein Heider und dem Angeklagten. Wenn Sie gestatten, Herr Vorsitzender, werde ich vorlesen. Ja. Hier steht, zweifellos von der Hand der Anna Elisabeth Heider geschrieben, da sprach der liebende Mund, der meine Seele küsste wund, in seinen erhabenen Worten, die ich niemals würdig hörte, du bist meiner Sehnsucht Liebesfühlen, du bist meiner Brust ein süßes Kühlen, du bist ein inniger Kuss meines Mundes, du bist eine selige Freude meines Fundes, ich bin in dir, du bist in mir, wir können einander nicht näher sein, denn wir sind beide in eins geflossen und sind in eine Form gegossen. Das sind nicht die Worte der Anna Heider, sie ignorant, sondern die der Mechthild von Magdeburg, einer Begine im 13. Jahrhundert. Christus, meine hohe Poesie! Leihen Sie sich doch mal in der Staatsbibliothek das Buch Das fließende Licht der Gottheit aus, Herr Staatsanwalt, und bessern Sie damit Ihre Zwergschulenbildung auf. Es ist schandbar, es ist unerhört, was hier geschieht! Sind Sie ruhig, Angeklagter! Organe der Rechtspflege wollen das sein. Scheiße sind das! Ruhe! Ruhe im Saal! Ruhe! Die Sitzung ist unterbrochen. Ich habe wenig Verständnis für Ihre Wutausbrüche, Herr Krüger. Zumal ich selbst in scharfer Zucht gelernt habe, an mich zu halten. Ich denke nicht daran, mich zurückzuhalten. Diesem Idioten von Staatsanwalt werde ich bei nächster Gelegenheit wieder eine verpassen. Und wieder eine Ordnungsstrafe kassieren. Ist mir egal. Aber mir nicht. Ich kann nicht dulden, dass Sie die Geschworenen mit Ihrem Geschrei verprellen. Oder wollen Sie einsitzen? 3 Jahre Zuchthaus Straubing, entzückender Aufenthalt. Ja, glauben Sie denn, dass eine Verurteilung im Bereich des Möglichen liegt? Herr Krüger, ich beschäftige mich derzeit mit der Geschichte des Unrechts im Lande Bayern vom Waffenstillstand 1918 bis zur Gegenwart. Es ist zu befürchten, dass Ihr Fall darin Aufnahme finden wird, wenn Sie nicht auf meinen Rat hören. Der Prozess ist bisher nicht sehr günstig gelaufen. Ich hoffe auf eine Wende, wenn morgen Fräulein Krein aussagt. Wie? Anfänglich war ich zwar anderer Meinung, aber Ihre Festigkeit wird vielleicht einen Eindruck auf die Geschworenen machen. Wie haben Sie denn Johanna nicht ausgerichtet, dass ich auf Ihre Bekundungen vor diesem lächerlichen Tribunal verzichten möchte? Fräulein Krein hat Ihren Wunsch als Kavaliersgeste abgetan. Ich eröffne die heutige Sitzung. Die Verhandlung wird fortgesetzt. Aufgerufen wird die Zeugin Johanna Krein. Bitte, Herr Wachtmeister. Zeugin Johanna Krein. Sie heißen Johanna Krein, sind 28 Jahre alt,
ledig, bayerische Staatsangehörige evangelischer Konfession. Ist das richtig? Richtig. Beruflich betätigen Sie sich mit Graphologie? Ja. Sie sind mit dem Angeklagten weder verwandt noch verschwägert? Weder noch. Fräulein Krein, wo waren Sie zu dem Zeitpunkt, als sich die Malerin Anna Elisabeth Haider das Leben nahm? Wir waren in Spanien, genauer gesagt in Madrid und in Cadiz. Wer ist wir? Dr. Martin Krüger und ich. Wie kam es zu dieser Reise? Sie war geplant. Schon lange vorher? Ungefähr 3 Monate. Wir haben unsere gemeinsamen Reisen immer langfristig geplant. Wohin zum Beispiel? Voriges Jahr in die Toskana und vor 2 Jahren eine Fahrt die romantische Straße entlang. Sie kennen den Dr. Krüger also schon mehr als 2 Jahre? Ja. Sind Sie seine Freundin? Ich liebe ihn. Dies vorausgesetzt, wundere ich mich, dass Sie Dr. Krüger nicht zu diesem Faschingsfest in der Wiedenmeierstraße begleitet haben. Ich mag keinen Faschingsrummel. Diese befohlene Lustigkeit. Wenn ich allerdings geahnt hätte, was ich mit meiner Begleitung hätte bewirken können, dann wäre ich selbstverständlich mitgekommen. Was meinen Sie damit? Ich hätte dadurch einen Prozess verhindert, der nur geführt wird, um einen unbequemen Mann loszuwerden. Haben Sie... Zeugen, Sie beleidigen das Hohe Gericht. Im Wiederholungsfall nehme ich Sie in Ordnungsstrafe. Ich sage nur die Wahrheit. Haben Sie Dr. Krüger in der Nacht nach diesem Fest am 24., 25. Februar noch gesehen? Ja. Wo? In meiner Wohnung, Steinsdorf, Straße 12. Er kam also zu Ihnen in die Wohnung? Ja. Wann? Kurz vor 2 Uhr morgens, genau um 2:05. Danke, Fräulein Krein. Das Wort hat der Herr Staatsanwalt. Sie leben angeblich von graphologischen Analysen. Ich protestiere gegen diese Frage, Herr Vorsitzender. Ich korrigiere mich. Sie leben also von graphologischen Analysen? Ja. Wie viel verdienen Sie dabei? Meine Arbeit wird angemessen bezahlt. Wobei die Klientel aus der Privatwirtschaft großzügiger honoriert als zum Beispiel das Bayerische Kultusministerium, für das ich auch einmal gutachtlich tätig war. Ich habe seinerzeit eine Schriftprobe von Dr. Martin Krüger analysiert. Um Ihrer Frage vorzubeugen, Herr Staatsanwalt, ich bekam sie natürlich unter Kennziffer vorgelegt. Übrigens kannte ich Martin Krüger damals noch nicht. Sie haben eben ausgesagt, der Angeklagte sei in jener Nacht um 2:05 in Ihre Wohnung gekommen. Wieso wissen Sie die genaue Zeit? Ich habe eine Uhr auf dem Nachttisch. Sie dient unter anderem dazu, nachzusehen, wie spät es ist, wenn man mitten in der Nacht geweckt wird. Pflegen Sie intimen Verkehr mit dem Angeklagten? Im Augenblick nicht. Werden Sie nicht unverschämt, ja? Wenn Sie Ihre Fragen sprachlich richtig stellen, Herr Staatsanwalt, dann bekommen Sie von mir auch eine richtige Antwort. So hätte es hier heißen müssen, haben Sie mit dem Angeklagten intimen Verkehr gepflogen? Also? Ich beantrage Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich finde es skandalös, an eine Dame solche Fragen zu stellen. Der Antrag ist abgelehnt. Bitte, Herr Staatsanwalt. Also ich frage die Zeugin noch einmal. Haben Sie mit dem Angeklagten intimen Verkehr gepflogen? Selbstverständlich. Auch in der bewussten Nacht? Ja. Auch in der bewussten Nacht haben wir zusammengelegen. Haben Sie für Ihre... Sie wissen, was ich meine, von dem Angeklagten jemals Geld angenommen? Ich protestiere! Lag ihm hinter die Glas! Ich
ich Ohrfeige ihn, wo ich ihn erwische! Dafür lasse ich mich einsperren, dafür gern! Ein Staatsanwalt wollen Sie sein, armer Staat! Ein Dreckskerl sind Sie! Ruhe! Ruhe! Oder ich lasse den Saal räumen! Angeklagter! Angeklagter, stehen Sie auf! Das Gericht erlässt wegen ungebührlichen Verhaltens eine Ordnungsstrafe von 5 Tagen Haft. Herr Staatsanwalt, Ihre letzte Frage hat nichts mit dem Beweisthema zu tun. Ich möchte aber gerne dazu Stellung nehmen. Bitte. Ich muss aus der mir gestellten Frage des Herrn Staatsanwaltes schließen, dass seine Erfahrungen dahin gehen, dass ein Beischlaf außerhalb der christkatholischen Ehe in jedem Fall Geld kostet. Er irrt sich. Keine weiteren Fragen. Damit ist die Beweisaufnahme geschlossen. Ich bin ja 45 Jahre verheiratet. Und sowas wollt ihr überhaupt nicht haben. Anträge? Ich beantrage, die Zeugin Krallen zu vereidigen. Ich bitte, diesem Antrag nicht stattzugeben, Herr Vorsitzender, da bei der Zeugin der dringende Verdacht der Befangenheit besteht. Ich möchte nicht erneut einen Meineid provozieren. Wir brauchen Sie nicht vereidigen. Nein. Es ergeht folgender Beschluss. Die Zeugin Johanna Krein wird nicht vereidigt. Ich unterbreche die Sitzung bis 2 Uhr nachmittags. Die Vereidigung der Zeugin Krein wurde bewusst unterlassen. Damit nicht... Brauchen Sie mich noch? Ich gehe sonst ins Bett. Damit nicht zwei wahrheitsgetreue Eide... einem unter dubiosen Umständen zustande gekommenen Meineid des Chauffeurs Ratzenberger entgegenstehen. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass dieser Prozess nur geführt wird, um zu einem erwünschten Ergebnis zu kommen. Erwünscht von wem? Das überlasse ich Ihrer Fantasie, Herr Vorsitzender. Er wünscht es allerdings, dass hier der Gerechtigkeit zum Sieg verholfen wird. Ja, im Sinne der Rechtspflege hier in diesem engen Land. Es darf jedoch das Recht niemals der Politik angepasst werden, so wie in diesem speziellen Fall der Kulturpolitik. Herr Dr. Geier, wie man weiß, sind Sie nicht nur Anwalt, sondern auch Abgeordneter einer Oppositionspartei. Richtig. Wir sind ja nicht im Landtag. Ich muss Sie bitten, politische Pamphlete zu unterlassen und sich auf die Verteidigung Ihres Mandanten zu beschränken. Beschränkung ist ein treffendes Wort. Ist es nicht auffällig, dass die Anklage gegen Dr. Krüger erst jetzt erhoben wurde? Hätte man seinerzeit den Zeugen Ratzenberger gleich befragt, er hätte zweifellos die Wahrheit bekundet, denn es gab ja im Februar 22 noch keinen Grund für ihn, sich bei höherer Stelle einzuschmeicheln. Ich sage bewusst nicht bei welcher. Sich also einzuschmeicheln, weil er einen seiner Fahrgäste erst später niedergeschlagen hatte und somit noch kein Konzessionsentzug zu befürchten war. Für die Verteidigung ist klar, dass die Biegsamkeit des Zeugen Ratzenberger in unmittelbarem Zusammenhang mit dessen Neigung zur Gewalttätigkeit steht. Ich werde übrigens Anzeige wegen Meineids gegen ihn erstatten. Allerdings befürchte ich, dass dieses Verfahren nie eröffnet werden wird. Denn welcher Staatsdiener würde schon wortbrüchig werden, wenn es um das vermeintliche Wohl eben jenes Staates geht, dem er zu dienen glaubt? Dr. Geier, ich erteile Ihnen eine Rüge. Sie unterstellen hier diesem hohen Gericht die Absicht einer Rechtsbeugung. Und das ist unerhört. Das Wort Rechtsbeugung haben Sie ausgesprochen, Herr Vorsitzender. Klingt es denn für Sie nach Rechtsbeugung, wenn man vom Wohl des Staates spricht? Ich rüge Sie erneut. Meinetwegen. Meine Herren Geschworenen, wem ist eher zu glauben, wer ist glaubwürdiger? Ein unbeherrschter, jähzorniger, wegen Körperverletzung vorbestrafter Trinker, der Zeuge Ratzenberger nämlich, oder ein in jeder Hinsicht unbescholtener Mann, der sich um das Land Bayern verdient gemacht hat, ein Mann von internationaler Reputation, Dr. Martin Krüger. Ich denke, die Antwort ist einfach. Lassen Sie sich nicht irre machen.
und hüten Sie sich vor späteren Selbstvorwürfen, einen Unschuldigen ins Zuchthaus gebracht zu haben. Ihre Entscheidung kann und darf nur lauten: Der Angeklagte ist unschuldig. Meine Herren, wir diskutieren jetzt schon über 4 Stunden und müssen alsbald zu einer Abstimmung kommen. Ich als Ihr Sprecher möchte noch einmal sagen, dass ich den Dr. Krüger für nicht schuldig halte. Herr Kommerzienrat, das tun Sie doch nur, weil Sie es unschicklich finden, wenn ein Mann aus Ihrer Gesellschaftsschicht im Zuchthaus einsitzt. Aber nein. Ich bin von seiner Unschuld überzeugt. Sie haben sich von diesem Rechtsanwalt reinlegen lassen. Mich haben die Argumente des Dr. Geier voll überzeugt. Jüdisches Geschwätz. Rechtsbeugung, getraut sich der Kerl zu sagen. Unverschämtheit. Saujud. Hundspeitsche. Höchste Zeit, dass dieser Mischpoke das Handwerk gelegt wird. Immerhin ist Dr. Geier gewählter Volksvertreter. Ja, weil der Wähler dämlich ist. Aber das kriegen wir schon hin. Die nächste Revolution wird die des Spießbürgers sein. Und er wird es selber gar nicht merken. Meine Herren, bitte, das gehört doch alles nicht zur Sache. Schlag vor, dass wir jetzt abstimmen. Wer votiert für unschuldig? Wer stimmt für schuldig? Enthaltung gibt's nicht, Herr Lechner. Schuldig oder unschuldig? Schuldig. Das ist 4-2. Eingesperrt wird er. Aber da müssen die Herren Richter auch zustimmen. Telegrammzeitung, Telegrammzeitung, Martin Krüger zu 3 Jahren Zuchthaus verurteilt. Telegrammzeitung, Telegrammzeitung, der Direktor der Staatsgalerie verurteilt. Telegrammzeitung, Telegrammzeitung, Martin Krüger zu 3 Jahren Zuchthaus verurteilt. 4 haben dafür gestimmt, das war die Mehrheit. Und da warst du dabei. Was hätte ich denn machen sollen? Was? 4 Tage bist du dabei gehockt und hast nichts gespannt. Was hätte ich denn spannen sollen? Dass das ein Schwindelprozess ist. Der Kaspar hat gleich gesagt, dass es ein Schwindelprozess ist. Hör mir mit deinem Gespusi auf. Der Bröckel ist mir zuwider, dieser linke Vogel. Und dass die Geschworenen Arschlöcher sind, wenn sie auf die Schau reinfallen. Das hat er auch gesagt, der Kaspar. Und recht hat er gehabt. Kein Jüngster waschen! Ja, hau nur her. Da kommt's auch nimmer drauf an. Ich hebe das Glas zu Ehren meines hochgeschätzten Kollegen, des Herrn Kultusministers Franz Blaucher, dessen politischen Instinkt die Früherkenntnis bolschewistischer Tendenzen im Kulturleben jenes Staates zu danken ist, für den wir Verantwortung tragen. Und Gott sei Dank, dass er die Geschworenen im Prozess Krüger dergestalt erleuchtet hat, dass sie auf die Winkelzüge einer, wie soll ich sagen, einer im Doppelsinn beschnittenen Verteidigung nicht hereingefallen sind und einen aufmüpfigen Apologeten subversiver Kräfte mehrheitlich dorthin geschickt haben, wohin er gehört, nämlich ins Zuchthaus. Prost, Flaucher. Zum Segen. Ja, Prost. Na, die Runde zahlen Sie, Flaucher, das dürfte wohl klar sein. Prost, Batzenberger. Prost, bist du flieg. Prost, der Zeug, den Batzen. Ja, mein Lieber, du. Gegen mich da hat keiner eine Chance. Wenn ich einmal da stehe und sage, was wahr ist, dann ist es auch wahr. Wisst ihr, was ich gesagt hab? Das hab ich gleich gewusst, hab ich gesagt, dass die zwei heute noch fegeln. Und dem nächsten Preisen, dem gebe ich wieder einen Fotzen. Weil ich seit gestern immun bin. Immun wie ein Minister. Konzession taten wir die. Entziehen. Am Arschlecken kennen sie mir alle miteinander. Und genutzt hat's gar nichts, dass die Zipfelbritsch was anderes gesagt hat als wie ich. Weil ich der Ratzenberger bin und immun. Prost. Ich hab ja nichts mehr. Afra, ein Bier her. Heute soll ich.
Rechts. Links. Angenehmen Aufenthalt, Nummer 2478. Sehr freundlich von Ihnen, dass Sie das sagen. Oh, ich hab's ja gar nicht so best gemeint, Krüger. Also nachher. Ich wollte bloß sagen, dass es um 5:30 was zum Essen gibt. Schon wieder früh auf den Strich, da fehlt sie nichts. Ich lasse einen Zehner springen für die Nacht. Spinn nicht, Georgi. Die macht's doch bloß umsonst. Ich mach's auch mal sonst. Viermal hintereinander. Ist das nichts, Fräulein? Oder muss man bei Ihnen erst ein Zeugnis vorzeigen, dass man einen Meineid geschworen hat? Was gibt es? Was wollen Sie von der Dame? Einer Hur wird man doch noch nachgehen dürfen, oder? Was geht denn Sie das an? Du, ihn schau an. Misch dich da in unsere Angelegenheiten. Sind Sie vielleicht der Stenz von ihr, oder was? Nix so ungut, Fräulein. War doch bloß ein Gaudi. Was mischt er sich denn auch ein, der blöde Hund? Jetzt hat ihn ja keiner was wollen. Sind Sie fort? Geben Sie Obacht, mein Fräulein. Sie machen sich sonst schmutzig. Ist Ihnen was passiert? Da soll man einen Arzt holen. Der schöne Anzug. Solche nicht gescheiten Lackeln. Eichsperr gehören sie alle miteinander. Die Hammeln, die Trickerten. Man ist ja mitten in der Stadt nicht mehr sicher. Ja. Am helllichten Tag. Ja. Nein, nein. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Anteilnahme, aber ich komme schon zurecht. Da vorne steht eine Droschke. Ich fahre jetzt nach Hause und restauriere mich. Habe ich das nicht geschickt gedreht? Nachdem mein erster Griff leider misslungen war, konnte ich doch eh nichts mehr anderes machen. Darf ich Ihnen vielleicht das Taschentuch? Oh, das ist aber sehr freundlich von Ihnen, danke. Und da war es natürlich das Klügste, die Augen zuzuhalten und den toten Käfer zu spielen. Oder hätten Sie es für mutiger gehalten, wenn ich mich noch mehr hätte verprügeln lassen? Nein, um Gottes Willen. Es tut mir nur leid, dass Sie meine... Ach, was. Vielleicht könnten Sie das erledigen. Ich bin ja blessiert. Ja, ja. Sagen Sie, haben Sie diese gewalttätigen jungen Herren gekannt? Nein, natürlich nicht. Das ist aber schade. Vielleicht hätte sich daraus etwas Interessantes ergeben. Ich bin von Beruf aus neugierig, müssen Sie wissen. Übrigens heiße ich Tüverlin, Jacques Tüverlin. Nun, Herr Tüverlin, vielleicht interessiert es Sie, dass die Burschen mich erkannten. Sie? Muss man Sie denn erkennen? Ah, Film. Oder Tennis oder Schwimmen? Nein. Ich bin Johanna Krein. Und ich war vor ein paar Tagen in einem Prozess zu besichtigen. Dem Prozess Krüger. Ach, das interessiert mich wirklich.